Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 3 hier mit dem Connor. Und ich würde sagen, okay, wir müssen ja die Map anders da aufmachen, sorry. Wir haben ja noch was zu erkunden hier, also geht's ab hier zum Erkundungsbaum. Der nächste Baum ist 450 Meter entfernt. Wir müssen auf jeden Fall hier erstmal alle Eroberungen, Aussichtstürme bzw. Aussichtsbäume erkunden. Und dann müssen wir erstmal hin, ne? Zu den einzelnen. Ja, viel hier im Wald sind es ja nicht. Und ich meine, es schadet ja auch nicht, wenn wir uns die ganzen Betreten des Jagdreviers Lexington. Kann das sein? Kann das sein? Also der Wald ist ja schon mega. Oh shit. Aber die dürfen uns ja eigentlich nichts machen, oder? Ja, und zur Not rennen. Easy. Ich glaube. Ist es die Mühle? Ne, die Mühle ist es nicht. Aber die Mühle ist auch geil, ne? Guck mal, auf welchem Ding die da gebaut ist. Damit die sich auch noch drehen kann. Richtig geil. Brutal. So, da ist der Baum. Ach so. In der Scheune, in der alten Scheune, sind meistens irgendwelche Schatzkisten. Schatzkischle. Oder auch nicht. Aber... hier sind irgendwelche Federn. Alles klar. Da ist die Feder. Na, dein Ernst. Alles klar, so haben wir. Easy. Die laufen. Okay. Oh, hier sind Kühe in freier Wildbahn, kann man das so sagen. Nee, das hört scheiße an. So, freier Wildbahn. Doch, das ist so. Heißt so, oder? Nee. So, hier geht hoch. Hier geht's hoch. Ne, och nein, och ne. Was habe ich denn jetzt wieder für einen Fehler gemacht? Ha? Ich blindel, ey, ich hasse auch die Bäume, ne? Die sind irgendwie so komisch strukturiert. Ich meine, die sind hier alle gleich vom Aufbau her. Also, ich habe jetzt noch keinen Baum gesehen, den wir hochklettern müssen. Also als Aussichtsturm, der anders war. Aber naja. Muss sein, ne? Ich blindel, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich zu doof bin, einen Baum hochzuklettern, Alter. Was ist denn da los hier? Ach Mann, Alter, ich rast gleich aus hier. Es kann doch nicht sein hier. Hoch. Ne. Ne. Du Depp. Alles klar. Alles klar. So, auf jeden Fall muss ich hier hoch dann, ne? Und dann? Es kann doch nicht denen hier ernst sein, so einen scheiß Baum zu programmieren. Okay, hier ist einfach mal ein Busch, in dem man nicht durchkommt. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Zu Depp, um einen Baum hochzuklettern, Alter. Stell dir vor, früher als Kind, du hättest dich genauso angestellt, einen Baum hochzuklettern. Ich glaube, du wärst schon längst gestorben, weil du jetzt mal runtergefallen bist, Alter.
Ohne Witz. Ne. Und jetzt? Das kann doch nicht mehr ernst sein, Alter. Das kann doch echt nicht mehr ernst sein. Ja, lad bitte. Och ne. Kann eigentlich die Kuh schlachten? Also hier im Spiel. Okay, die Kuh steht einfach mal auf, läuft weg. Alles klar. Jetzt geh hoch da. Da hoch. Da hoch. Dann da hoch, in diese Rinde rein, dann da, ganz hochklettern und dann nochmal irgendwie so hoch, ne? Und dann aha, geht doch. Aha. Jetzt kann ich erst synchronisieren. Alter. Alter, alter, alter. So, dann haben wir wenigstens den synchronisiert. So, jetzt folgt hier unten noch. Alter. Können wir gerne eigentlich das Schatzkistel holen und. Ach komm, das machen wir später. So, nächstes auch wieder 300 Meter entfernt. Ach nein, sag jetzt nicht. Oh, wir müssen über den Fluss. Oh, da ist der Baum ja schon. Müssen irgendwie keinen Berg hochklettern oder so, das ist schon mal sehr gut. Oh, hier Konrad. Freischwimmer gemacht. Was ist da? Ach so. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Sein Ernst? Ey, der hat's doch ganz normal. Alter. Dieses Spiel, Alter. Das fuckt mich noch ab. Ja, lad doch schnell. Auch jetzt, wenn wir jetzt wieder über den Fluss schwimmen müssen. Wo ist dieser Baum? Da.
Klettern. Klettern. Synchronisieren. Easy. Geht doch. So, nächster Ausrüstungspunkt. Befindet sich ganz da unten. Den machen wir. Und dann sind es ja nur noch zwei, oder? Easy. Easy. Der ist jetzt ein bisschen weiter weg. Oh, ein bisschen viel weiter. Aber da kommen wir auch hin. Ganz locker. Ja, und wenn wir das dann gemacht haben, gehen wir... Oh, shit. Wenn wir das dann erledigt haben, gehen wir zu der Hauptmission. Ich glaube, da müssen wir sogar nach Boston, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, den haben wir auch gut ausgebeutet. What? Alter. Oh, da hinten sind die Schiffe, Alter. Ich freue mich schon so brutal auf die Schiffsmission. Oh, das wird so nice, Alter. Oh, shit. Da freue ich mich richtig drauf, ohne Witz. Und wird das erst ein Black Flag, Alter. Gäbe es diesen Zwischenteil Liberation HD nicht, dann wären wir direkt im Black Flag. Aber der Liberation HD ist nochmal so ein extra Spiel bzw. DLC, den müssen wir machen. Der ist auch schön. Das DLC ist auch schön. Sag mal eigentlich der DLC oder das DLC, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ganz gut. Und das war nicht so teuer für mich. Deshalb habe ich gedacht, okay, dann jetzt playst du das auch noch. Das ist jetzt nicht so das große. Das ist ein eigenständiges DLC, eigenständiges Spiel, aber auch für mich wie ein DLC zu Assassin's Creed 3. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Für mich ist das eher so ein DLC, eigenständiges Spiel, größeres DLC von Assassin's Creed 3. Aber naja, ich werde es auf jeden Fall für euch let's playen und ich bin mal gespannt. Ich freue mich da echt drauf, weil ich es selbst noch nicht kenne. Also es ist das einzigste Assassin's Creed mit Black Flag, was ich noch nicht kenne vorher. Black Flag habe ich mir damals für 30€ gekauft auf der PS3. War ein guter Schnapp. Und wieso nicht, ne? Wieso nicht? Es ist übrigens, ich glaube Black Flag war übrigens das letzte Spiel, was es für die PS3, also von Assassin's Creed gab. Ich glaube danach gibt es dann noch PS4 und PC. Das heißt, ich werde dann Syndicate und Unity auf dem PC für euch let's playen. Da freue ich mich auch schon mega drauf, Alter. Da freue ich mich schon richtig mega drauf. So, 116 Meter, ich sehe da vorne schon den Baum. Hoch da. Ich sehe da vorne schon den Baum, den wir jetzt gleich hochklettern müssen. Hier sind einfach irgendwelche... Okay, hier sind wenigstens Häuser, ich wollte gerade schon sagen. Hier sind irgendwelche Kühe im Wald. Geht da hoch. So. So. Synchronisieren. So, jetzt sind es nur noch zwei, ne? Von ihr aus dann nach da. Der ist ja direkt nebendran. Du
wieder 800 Meter laufen. Da, wo wir hergekommen sind, quasi. Fast. Oh, ich hab grad gedacht, das ist ein Biber, oder? Nein, ich hätte den beinahe gehabt. Aber wie gesagt, in Assassin's Creed 3 gibt es ja auch schon so ein paar Schiffsmissionen. Und die werden wir alle machen. Ohne Witz, das verspreche ich euch. Die werden wir alle machen. Wirklich alle. Wenn ich sage alle, dann sind es alle, Alter. Weil die sind so geil. Und das ist so geil gemacht. Ohne Witz, die machen mir richtig Spaß. Es hätte viel, viel mehr in Assassin's Creed 3 von denen geben müssen. Aber ich bin mal gespannt, wie es in Black Flag ist, weil das habe ich noch nicht gespielt vorher. Und das kenne ich auch noch nicht von der Geschichte und von der Handlung her. Und da freue ich mich, wie gesagt, drauf. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich freue mich mega drauf, Alter. Das ist wie so, wenn ein Kind das erste Mal, es ist wie bei mir, wenn ich einen neuen Assassin's Creed Teil spiele, wenn ein Kind noch an den Weihnachtsmann glaubt, Alter. Ohne Witz, so geil. What, Alter, die bauen sich auf einmal alle auf. Bin ich gerade erschrocken. Das könnt ihr doch nicht. Was ist da? Okay, da laufen einfach mal zwei alleine. Ja, Wolf, du wolltest mich angreifen. Ich glaube, das wird eher nichts, ne? Da ich ja jetzt in der Ausbildung bin, kann ich mir so viele neue Spiele kaufen, wie es mein Ausbildungsbudget hergibt. Weißt du? Das ist sogar gut, ey. Vielleicht habe ich bis dahin, wo die PS4, also bis dahin, wo dann Unity, ich glaube Black Flag und dann kommt Unity, ne? Und dann Syndicate ist das neue, genau. Bis dahin, wo ich Unity Let's Playen muss, dann würde ich das sogar für euch auf der Konsole Let's Playen. Mal gucken, wann ich mir die PS4 hole, ich weiß es noch nicht. Aber ich bin mal mega gespannt, wie das so wird. Beziehungsweise ob die neuen Teile auch noch so überzeugen können wie die alten. So, hoch da. Oh, das war ein bisschen weit. Hoch da. Wird's dunkel gerade oder was? Kann es sein? Hoch da. Na, da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ja, was? Was? Bitte? Oh, diese Ladezeit, Alter. Lad. Wo ist jetzt der Baum? Wo ist der Baum? Da hinten. Ja, es wird so langsam dunkel, oder es ist dunkel. Was sie bei Assassin's Creed 3 scheiße gemacht haben, sind manchmal die Schatten, beziehungsweise die Helligkeit des Spiels. Das haben die richtig verschissen. Genauso wie bei GTA 4 damals, auf der PS3. Wenn es dunkel war und du in einem dunklen Raum warst, oder nicht gut beleuchteten Raum, hast du einen schwarzen Bildschirm gehabt. Nach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Weißt du, da eierst du 100 Jahre lang an dem Ding da rum, oder was? Ey, das kann doch... Nee. Och, nee. Bitte nicht. Der Baum regt mich jetzt auch nicht nochmal auf.
So, hoch da. Geh doch da. Dein Ernst. Klettern. Jetzt aber. Können wir mal eine Buckel runterrutschen, Alter. Mit den Scheißbäumen. Ich glaube, jetzt ist nur noch ein Haus oder so, ne? Ja, weit ist es ja jetzt nicht weg. Es ist ja gerade mal hier. Nein, 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 nein. Ey, wo ist denn dieser Scheißbusch, Alter? Dieser Heuhaufen da, wo der reinspringt, der Spaß. Dein Ernst? Ey, ne. So. Ja, ich will jetzt nicht in deinem Busch da. Jetzt synchronisier diese Scheiße da endlich. Dann muss ich da quer durch den Wald. Oh, shit. Was ist da oben? Ach, das ist ein Kirchturm. Bitte kein Wasser. Oh. Ich sag bitte kein Wasser, was kommt? Wasser. Ach geil. Dein Ernst. Synchronisieren. Dankeschön. So, dann springst du Bastard da rein und wir werden hier hingehen. Schnellreise zu diesem. Oh ja, klar. Wieso nicht? Wir können direkt eine Schnellreise machen. Umso schneller geht's natürlich dann, ne? Perfekt. Easy. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja. Nach Davenport Siedlung reisen, wirklich hat. Ja. Machen wir. Davenport Siedlung. Wenn wir jetzt alle außer Türme im Wald, beziehungsweise keine Ahnung, wie das Gebiet da heißt, erkundet. Und ja, jetzt geht's zur Hauptmission. Connor mit seinem schickesten Gewand, das er hat. Davenport sieht. Och, sag jetzt nicht, das ist nochmal so ein Waldgebiet. Och nein. Ich wollte gerade schon sagen hier. Ja. Da ist ein Pferd, nice. Hey, was machst du denn da? Das ist meins! Dich hole ich mir, du tauge nichts! Hör! Hallo? Hallo? Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der. Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Habe ich recht? Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm.
Oder? Oh nein! Die Irokesen sind eine Konföderation! Konfödi, wie bitte? Okay. Konföderation, du Esel! Ein Verbund! Eine Allianz! Ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker! Ja, sag ich doch. Ein Stamm! Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel! Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation! Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren! Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, halt dich da raus! Okay, die haben sich gegenseitig auf die Fresse. Ich wollte die auseinanderhalten, aber naja. Weiter geht's. Creepy Motherfucker. So, da jetzt rechts. Ach, das ist, glaube ich, die Villa, kann das sein? Ja, ich... Aha, mit dem Bimbo, mit dem schwarzen Freund. Ein rüpelhafter Mann. Mission starten, Sequenz 5. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. So, Schutz in den Ställen suchen. Werden wir tun. Ich muss ein Lager aufschlagen. Der Tag danach. Auf geht's. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Sicherheit gibt es einen anderen Eingang.